So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Gaming-Channel. Hier ist der Jens und heute ein interessantes Video zu dem Spiel Alaskan Road Truckers, auf das ich schon sehnlichst für Konsole warte. Und wir haben jetzt hier die Steam-Seite und vor einigen Tagen hat Alaskan Road Truckers endlich auch ein offizielles Release-Datum für Konsolen bekannt gegeben. Ich beziehe mich jetzt hier auf die PlayStation 5 Version. Für Xbox müsste es demnach meiner Meinung nach auch rauskommen. Aber wie gesagt, mein Video gilt in erster Linie einer PlayStation Version. Wer das Spiel noch nicht kennt, wir schauen uns mal gleich den Launch-Trailer zusammen an. Ich werde auch ein paar Worte dazu verlieren und das werden wir auch gleich machen. Vorher zeige ich euch mal hier ein paar Screenshots, und zwar ist das grundsätzlich eine Truck-Simulation, ja, aber das Interessante an diesem Spiel ist eben auch, es spielt in Alaska und es verbindet auch, wenn ich das jetzt mal ein bisschen malerisch sagen darf, auch ein paar Survival-Elemente mit einer Truck-Simulation, denn ihr müsst euch hier auch um euren Charakter kümmern, um Wärme, um Klima, um Essen und Trinken und solche Dinge. Und die raue Situation in Alaska wird damit vollumfänglich dargestellt, wird auch mal einen Reifenwechsel geben. Ich sage jetzt mal in sibirischer Kälte wortwörtlich, wo ihr also nicht nur auf euer Fahrzeug aufpassen müsst und eure Aufträge, sondern auch auf euch selbst. Wir kommen gleich zum Release-Datum. Das Spiel gibt es seit Oktober 2023 für Steam und ich habe das auch seitdem immer ein bisschen verfolgt. Der Launch war ja damals dort relativ schwierig. Ihr seht es jetzt hier auch, die Rezessionen sind insgesamt sehr ausgeglichen. Ich hoffe vor allem, dass sie auf der Konsole die ganzen Fehler zum Start der PC-Version nicht mit rüber adaptieren, denn das wäre sehr schade. Denn da hat es einige technische Unzulänglichkeiten und Probleme gegeben, die wohl jetzt größtenteils ausgemerzt sind. Jetzt schauen wir uns mal zusammen das Spiel an und ich sage euch dann im Anschluss auch, wann es für Konsole rauskommen wird. Und wir ziehen uns mal hier den offiziellen Launch-Trailer von der PC-Version rein. Viel Spaß! Ich werde auch ein bisschen was dazu sagen. Ihr seht es jetzt hier, Wettereffekte. Richtig schöne American Trucks vorne mit der Schnauze spielen hier eine Rolle. Ihr seht es jetzt hier auch, ihr kümmert euch auch um euch. Und das gefällt mir sehr gut. Hier habt ihr einen kleinen Blick auf die Map. Hier seht ihr auch unterschiedliche Anhänger. Ihr seht unterschiedliche Aufträge, die ihr fahren müsst, um Geld zu verdienen. Und die Rahmenbedingungen für dieses Spiel sind wirklich meiner persönlichen Meinung nach sehr gut. Wenn es technisch sauber auf Konsole adaptiert wird, kriegen wir vielleicht eine richtig gute Simulation mit Trucks. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Hier seht ihr solche Unzulänglichkeiten, da ist mal ein Baum umgefallen. Hier seht ihr euren eigenen Level. Ich freue mich sehr drauf, denn das werde ich dann sicherlich auf dem Kanal auch vollumfänglich zeigen. Also so viel kann ich zum Content schon mal definitiv sagen. Und das Spiel kommt raus am 11.07., also am 11. Juli 2024 für PlayStation. Im Store selber ist jetzt noch nicht explizit gelistet. Es ist gelistet. Im PSN Store ist nicht explizit gelistet, ob es eine PlayStation 4 oder 5 Versionen gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es beides gibt, also ein Hybrid. Soll also heißen, dass höchstwahrscheinlich auch PlayStation 4 Besitzer in den Genuss dieses Spiels kommen könnten. Fragezeichen, ich lasse das an der Stelle mal offen, aber eine PlayStation 5 Version wird es nach dieser ganzen Ansichtsweise von mir natürlich definitiv geben. Möglicherweise ein Hybrid für PlayStation 4 und 5. Möglicherweise aber auch ein Gänsefüßchen, nur die PlayStation 5 Version, und die werdet ihr auf meinem Kanal sehen. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Haut es mal in die Kommentare rein. Kennt ihr das Spiel? Hat der eine oder andere von euch das schon auf PC gespielt? Haut mal Feedback rein, freut ihr euch auf das Spiel? Wie gesagt, dann ab 11. Juli auf meinem Kanal hier entsprechend zu sehen. Ich freue mich sehr drauf
und würde mich freuen, wenn ihr auch diese Art von Videos und Content mögt. Ich stelle ja immer mal wieder Spiele auch auf diese Art vor oder sage hier und da, Mensch, hier ist ein interessantes PC-Spiel, was den Weg auf Konsole finden wird. Haut's mal in die Kommentare, freue mich auf euer Feedback und wünsche euch ansonsten noch eine gute Zeit. Gerne weiterhin auf meinen beiden Gaming-Channels. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao und danke fürs Reinseppen.